Hallo liebe USK-Freunde, ich bin's Peter von den USK-Buddies. Ich weiß, ich habe euch schon diverse Pickups gezeigt, aber noch nicht so einen. Nicht nur, dass wir hier ein sensationell schönes Modell haben, wir haben hier nämlich einen Chevy, eine C10-Ausführung aus 1978. Und wenn wir jetzt hier direkt mal rumgehen zur Seite, seht ihr hier, es ist ein kurzes Bett mit den sogenannten Stepsides. Mein absoluter Favorit. Üblicherweise haben wir die Ladeflächen, die Fleet-Sides, also die glatten Ladeflächen, mit diesen pausbäckigen Kotflügeln hinten, gefällt mir persönlich das am allerbesten. Klassisch mit der wunderschönen Holzverkleidung, richtig hochwertiges Eichenholz ist hier verbaut worden. So ein wunderschönes Auto in einem ganz tollen Farbton, ich weiß gar nicht, wie ich ihn beschreiben soll. Er hat einen leichten Graustich, hat einen leichten Beige-Stich. Steht dem Auto aber ausgesprochen gut. Mal was ganz anderes als diese klassisch roten Autos, die man eigentlich sehr, sehr, sehr häufig sieht. Wo wir gerade hier hinten stehen, das mit der Ladefläche, mit dem Öffnungsmechanismus, das kennt ihr wahrscheinlich auch. Das Tolle ist, wenn hier beide Ketten eingehängt sind, kann man sich auf dem Treffen auch ganz hervorragend hier hinten drauf niederlassen. So. Hier hinten drauf niederlassen, vielleicht mit einem Bier in der Hand, mit ein paar Kumpels sitzen und Spaß haben. Das ist das Besondere an den Pickups, was auch mit einem besonderen Reiz hat im Vergleich zu einem normalen Auto, wo man sich halt recht schlecht in den Kofferraum setzen kann. Das Auto ist hier in Deutschland komplett restauriert worden. Komplett heißt wirklich Frame off, jede Schraube neu. Das Auto ist komplett auseinander gewesen. Der Rahmen neu beschichtet worden, jede Schraube ist erneuert worden, der Innenraum ist gemacht worden, Motor überholt, Getriebe, alles, was man sich vorstellen kann. Und damit hat man dann solch ein Ergebnis, ein traumhaft schönes Auto in einem nahezu neuwertigen Zustand. Und, auch immer gerne genommen, zeige ich auch jetzt als allererstes mit einer Motorisierung, die seinesgleichen sucht. Wir haben hier logischerweise einen 8-Zylinder-Motor, das ist aber nichts Besonderes, sondern wie immer, wenn ich die Haube aufkriege, haben wir hier einen Big-Block-Motor verbaut. 7,4 Liter Hubraum, Big-Block-Motor, sieht man schon an der Bauform, ist tatsächlich bigger als ein normaler Small-Block-Motor. Und das in der Verbindung mit seinem relativ leichten Pickup ist der absolute Oberknaller. Macht einen Höllenspaß, hört sich super an, fährt sich richtig schön. Und ihr seht hier auch an den Komponenten, die verbaut sind. Wir haben bereits eine elektronische Zündung. Wir haben einen modernen Vergaser verbaut, der sehr gut abgestimmt ist auf diesen Motor. Bisschen Verschönerung, indem man hier polierte Alu-Ventildeckel drauf gebaut hat. Ein Edelbrock-Luftfilter. Aber ansonsten sieht man auch an den Komponenten, die hier im Motorraum verbaut sind. Bremskraftverstärker, Hauptbremszylinder, Zündung, Benzinpumpe, Benzinregelung. Alles ist neu, die Schläuche sind neu. Somit hat man hier ein Auto, wo man wirklich sich reinsetzen kann, Spaß haben kann und sich keine Gedanken machen muss, ob irgendwas in der nächsten Zukunft dann hier zu reparieren ist, instand zu setzen ist oder auch nicht. Schönes Beispiel, wo wir gerade hier vor den Schrauben stehen. Ihr seht, diese Schrauben sind alle galvanisiert, so nennt man es, glaube ich. Schöne Geschichte am Rande. Bei der Zerlegung des Fahrzeuges hat man sich die Mühe gemacht, wirklich zu jedem Bauteil die Schrauben in eine kleine Tüte zu packen, die zu beschriften und zu sagen, das waren die Schrauben hier für die Kühlerabdeckung und das für das gesamte Auto. Das hat man dann zum Galvanisator gebracht. Als man das Auto wiederbekommen hat, hatte der Galvanisator all diese kleinen Tüten in einen großen Korb geschüttet und dann galvanisiert. Das heißt, es war hinterher eine stundenlange Fummelarbeit, all diese Schrauben wieder zu sortieren und ihrem Bestimmungsort wieder zuzuordnen. So kann es dann manchmal auch gehen, wenn man ein Auto komplett macht und sich alle Mühe gibt und trotzdem viel, viel Aufwand hat. Ja. Schauen wir hier nochmal in den Innenraum rein, in den Motorraum rein. Einfach nur so ein Stück weit auch als Beispiel, wenn man hier in jede Ecke schaut, dass hier wirklich alles erneuert worden ist. Es gibt eine entsprechende Fotodokumentation, wo genau ersichtlich ist, die verschiedenen Baustufen, die das Auto durchlaufen hat, bis es dann halt zu diesem endgültigen Effekt gekommen ist. Ja, warum haben wir so ein Auto überhaupt kaufen können? Wiederum eine etwas traurige Geschichte. Das Auto ist bereits seit 2,5 Jahren fertiggestellt worden. Der Vorbesitzer ist in der Zwischenzeit verstorben und hat das Auto dann eigentlich nie, nein, er hat es nicht eigentlich, sondern er hat es nie nutzen können.
Und der Sohn, der das Auto dann geerbt hat, konnte da nicht so richtig was mit anfangen, wusste auch nicht, was mache ich jetzt damit. Und im Endeffekt haben wir ihn davon überzeugen können, dass das Auto auf die Straße gehört. Und wir es hier liebevoll von ein wenig Staub befreit haben und nochmal durchgecheckt haben, damit ihr es jetzt, wenn ihr Lust habt, erwerben könnt und damit die nächste Saison genießen könnt. Das Auto hat aktuell gestern frischen TÜV bekommen, noch zusätzlich eine H-Zulassung. Das Auto war ursprünglich schon mal zugelassen als LKW, gibt also schon einen deutschen Brief und einen deutschen Kfz-Schein. Und dementsprechend brauchen wir uns wirklich nur noch anmelden und losfahren. Ja, was haben wir uns noch nicht angeguckt? Den Innenraum. Traumhaft, wirklich traumhaft, wenn man sowas findet, was wirklich so aussieht oder fast besser aussieht wie damals vom Werk ab. Auto ist komplett neu gepolstert worden. Teppich, Himmel, Seitenverkleidung, Sitzbank, ja, tatsächlich alles. Und alles funktioniert. Das heißt, jeder Schalter, jede Anzeige sind einwandfrei funktionsfähig. Auch das ist nicht immer selbstverständlich, das kenne ich auch anders von den Autos. Und hier ist es dann reinsetzen und wohlfühlen. Was immer wieder erstaunlich ist, und das muss ich vielleicht tatsächlich mal erwähnen, das Auto ist ja relativ groß, ist halt ein amerikanisches Auto. Der Innenraum in so einem Pickup ist aber immer relativ klein. Das heißt, ich bin 1,80 Meter groß, die Sitzbank lässt sich nicht weiter nach hinten verschieben. Wir haben jetzt zwar die Möglichkeit, das Lenkrad in der Höhe zu verändern, aber es ist halt nicht wirklich voluminös. In der Breite ist das wieder super, da kann ich zu dritt sitzen. Macht dann auch richtig Spaß, zu dritt mit so einem Auto zu fahren. Aber es ist halt nichts für wirklich großgewachsene Menschen, die an die 2-Meter-Marke gehen. Da wird es dann halt mit allem hier ein wenig eng. Womit es gar nicht eng wird, ist mit der Motorleistung. So springt das Auto an, ob kalt, ob warm, läuft sofort rund, lässt sich sofort fahren, ohne dass es ruckelt oder ähnliches. Und wenn ihr euch die geniale Auspuffanlage anschaut und vor allen Dingen anhört, das ist mega, wirklich, wirklich der Hammer. Ich habe das Auto jetzt schon eine ganze Strecke auch fahren können, einfach auch mir selbst einen Eindruck zu verschaffen. Es ist tatsächlich alles technisch einwandfrei. Wie gesagt, gestern nochmal getüft worden, also auch vom Sachverständigen abgesegnet, dass hier alles gut ist. Die aufmerksamen Beobachter, das erfahre ich immer wieder, dass ihr das seid, werden festgestellt haben, dass bei näherer Betrachtung das hier noch nicht schön ist. Hängt aber ausschließlich damit zusammen, dass die Haube noch eingestellt werden muss. Das ist noch nicht in aller Tiefe passiert. Auch dann ist dieser Makel dahin und das Auto sieht so aus, wie es aussehen soll. Ihr seht auch Chromteile, Stoßstange, komplett neu. Mit diesen Nebelscheinwerfern, so wie sie dort verbaut sind, gab es das nicht ab Werk. Das ist nachträglich gebaut worden. Auch der Grill ist ein modernisierter, steht dem Auto aber ausgesprochen gut. Und egal von welcher Angle, also von welcher Position aus man sich diesen wunderschönen Truck ansieht. Diese Kombination aus dieser Farbe, den schwarzen Fenstern, das wirkt einfach hervorragend. Ich bin total verliebt in das Auto, würde ihn wie viele andere am liebsten auch selbst behalten. Aber das ist ja nicht Sinn der Geschichte und dann wäre irgendwann die Halle hier voll und ja, ich könnte euch nichts mehr anbieten. Ja, ich glaube, es bleibt noch die eine oder andere Frage offen. Ich kann euch nur bitten, euch raten, euch empfehlen, mich anzurufen. Alle Informationen zu diesem Auto werdet ihr finden unter www.uskbuddies.de. Da findet ihr auch Informationen zu all den anderen Fahrzeugen, die wir haben, zu dem Chris in Amerika, zu mir hier in Dortmund. Und ich würde mich tatsächlich freuen, wenn ihr euch einfach meldet, dass wir einen Termin hier machen zur Besichtigung. Und dann werden wir gemeinschaftlich Spaß haben mit diesem tollen, tollen Gefährt, mit dem tollen Klang, mit dem Mördermotor. Das wird gut. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht's gut. Bis bald. Ciao.